Freunde der Hypnose, heute ein interessantes Thema. Was ist die erste Erinnerung, die du hast an deine Kindheit? Man sagt eben, dass man sich nur an die Dinge erinnert, wo man angefangen hat zu sprechen. Das heißt, weil man sprechen konnte, konnte man sich auch Dinge im Kopf speichern, Gedanken speichern. Aber gleichzeitig sagt man aber auch, dass wir uns unbewusst erinnern, auch an Dinge, die wir sogar im Bauch der Mutter erlebt haben. Und ich habe tatsächlich Klienten, die kommen und erzählen mir, dass sie sich ganz klar erinnern, wie es war damals, als sie von den Eltern getrennt worden, von der Mutter getrennt worden sind im Krankenhaus, als sie wirklich Baby waren. Und bei manchen ist wirklich nur ein Gefühl, bei anderen ist es tatsächlich so, dass sie auch irgendwelche Bilder haben. Das ist schon wirklich erstaunlich, finde ich. Und für mich, also mein erstes Bild, mein wirklich erstes Bild, was ich im Kopf habe, ist eine Ecke, wo wir gesessen haben, wo meine Familie war und wo meine Eltern noch zusammen waren und eine Menge Freunde da waren. Das war noch die Hippie-Zeit in Italien, so 69 halt, und also als ich geboren bin. Wahrscheinlich war das jetzt ein Jahr später oder so. Und da war noch diese Raufhauser Mauer weiß und ja, diesen Holztisch und die ganzen Leute um mich herum, die haben alle geraucht natürlich. Und ja, das ist die erste Erinnerung. Eine weitere Erinnerung, die ich habe, ist, als meine Eltern gestritten haben, eine von vielen Malen. Und eine weitere Erinnerung ist, als ich jetzt mit meiner Mutter irgendwo war, bei dem neuen Freund von meiner Mutter, wo der dann irgendwann ausgetickt ist und irgendwelche Teller geschmissen hat, wie die Teller über meinen Kopf geflogen sind. Und dann, als ich bei meinem Vater eingezogen bin, dann kann ich mich erinnern an diese... Also mein Vater hat so wunderbar diese Wohnung so mit Möbeln, mit Holz, meine ich, selbst gebaut und ein Hochbett und einen wunderbaren Holzpferd gebaut. Und ja, schwer zu erklären jetzt auf Deutsch, auf jeden Fall hat die ganze Wohnung selbst mit Holz gebaut, innerlich. Und aber meine erste Erinnerung davon war diese Schwelle von meinem Zimmer zum Wohnzimmer, zur Küche, also diese Schwelle. Und ich habe so diese Erinnerung vom Licht in diesem Schlafzimmer von mir, dieses Kinderzimmer, wo alles aus Holz eben war und für mich total so mistig und schön und ja, gemütlich auch war. Und der Rest aber irgendwie wie so eine dunkle Seite, also dunkle Erinnerung der restlichen Wohnung. Ja, mich würde interessieren, was war für dich oder was ist für dich so bewusst oder was glaubst du, was tatsächlich deine erste Erinnerung deiner Kindheit ist? Manche haben ihre erste Erinnerung im Kindergarten. Wie ist es bei dir, mein Lieber, mein Freund? Erzähl mal.